Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Junior und herzlich willkommen zum großen Finale von Outlast Whistleblower. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es das große Finale von diesem Spiel hier. Ich habe nochmal bei meinem alten Let's Play geguckt, wie lange es ungefähr noch geht. Ich glaube, noch 10, 15 Minuten wird es gehen. Natürlich habe ich mir nicht angeguckt, was passieren wird. Ich habe jetzt einfach echt mega Angst. Also der Typ, den ihr auch auf dem Thumbnail seht, also auf dem Anzeigebild von dem Video, von dem habe ich einfach so eine Angst, Alter. Der ist fast so schlimm wie dieser Riesenmutant aus dem ersten Teil. Wisst ihr noch, der eine? Der ist einfach so krass, wenn er euch verfolgt, diese Musik mal. Ja, Freunde, wir machen jetzt hier direkt weiter. Letztes Mal haben wir hier aufgehört, wo wir mit dem einen Versteckspiel gespielt haben. Jetzt sind wir noch so ein bisschen am Humpeln. Also ich denke mal, alles deutet darauf hin, dass wir durch diese Tür müssen. Ey, ich schwöre es euch, ich stehe einfach... Ey, das ist schon für mich Virtual Reality, Alter. Mein Gott, das fuckt mich jedes Mal ab. Ich schocke wirklich. Guck mal, hier ist meine Finger. Hier ist die Kamera, ne? Guck mal, ich zeige gerade meinen Finger in die Kamera. Und so ein bisschen weiter, ungefähr so 15 cm von der Kamera entfernt, ist mein Fernseher. Also ich habe gerade so einen Abstand zu meinem Fernseher. Ey, das ist so krass. Da habe ich auch noch 55 Zoll, ne? Das ist Virtual Reality, Alter. Okay, Leute. Türe auf, der Weihnachtsmann ist da. Hallo. Ach, halt's Maul, Alter. Exit. Geht's hier hoch? Nein. Ach, du Kacke, Alter. Sollen wir runterspringen? Ui. Es ist mir zu still hier, Alter. Es ist viel zu still. Da haben wir wenigstens noch eine Batterie, die wir mitnehmen können. Okay, es wird jetzt bestimmt der große Kampf werden gegen diesen einen Typen da, Alter. Mann, 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 ey. Ja, Freunde, also ich bin momentan dabei, ein paar Videos vorzuproduzieren. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, während der Zeit, wo ich in L.A. bin, das alles hochzuladen. Also deshalb wundert euch nicht. Ich versuche mein Bestes, Mann. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Speichert, okay. Speichert. Finale gibt's beim nächsten Mal. Als Maul, Alter. Ich spiel mal weiter jetzt. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ach, du Kacke. Oh mein Gott. Finde den Schlüssel zur Männerstation. Okay. Eieiei. Okay, wir sollten uns wirklich... Also wir gucken mal, ob es hier weitergeht. Okay, das heißt, es geht einmal hier rein und einmal hier rein. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier rein. Oh! Mann, das Schlimme ist, ich kann nicht mal richtig schreien, Alter, weil mein Hals tut noch weh. Aber wenn irgendwas kommt, wo ich mich erschrecke, dann schreie ich automatisch. Und dann tut das meinem Hals nicht gut. Deshalb muss ich mich konzentrieren und versuchen, der Gefahr wegzukommen. Nein, kleinen Bastarde. Was wollt ihr, hä? Ey, diese scheiß Horrorspiele, Alter. Ich bin froh, wenn das Spiel vorbei ist, Alter. Dann mache ich erstmal ein bisschen Pause mit Horrorspielen, Alter. Und ihr kommt mir direkt an. Ja, spiele mal Layers of Fear. Spiel mal dies, spiel mal das. Da scheiß dir in die Hose. Scheißdreck scheiß ich mir in die Hose. Diese scheiß Horrorspiele, Alter. Wir müssen demnächst einen Deal eingehen, Freunde, bevor ich Horrorspiele weiter Let's Play. Aber so geht das nicht mehr, Alter. Ich kann... Ich brauch... Oh mein Gott! Und der verdammte Bastard, Alter. Was ist das denn hier, ey? Ach du Kacke. Ei, was haben wir denn hier in den Decken? Halsmaul. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, das sind alles Menschen. Speichert. Ey, ich komme mir gerade vor bei Saw, Alter. Das ist gerade gar nicht gut, ne? Ich schwöre es euch, das ist gerade gar nicht gut. Oha, guck mal, wie die in Stücke zerrissen wurden hier, ey. Eieiei, wir brauchen irgendeinen Schlüssel. Boah, mich der Schatten gerade erschrocken. Locker, dieser eine Bastard kommt gleich wieder. Ey, wenn ich der wäre, ich würde Selbstmord machen, ne? Ich hätte so eine Angst, Mann. Da war auch eine Frage bei Fragten Rillepeter, was ich lieber machen würde. Outlast oder Walking Dead? Walking Dead, ganz klar. Niemals. Gott, der ist hier. Okay, ist hier. Der ist hier. Wo ist der? Ich höre den irgendwo, ey. Wo ist der Mann? Okay, da lang geht's, glaube ich. Nicht hier lang muss es lang gehen. Ey, der macht mir Angst, der Typ, ne? Wir müssen irgendeinen scheiß Schlüssel finden, Leute. Wo ist der scheiß Schlüssel? Ach, du Kacke. Oh mein Gott, Alter. Erstmal aufladen. Ich habe richtig Schiss vor diesem Bastard, ne? Fuck. Ah, hier geht's weiter. Wir müssen irgendwie das Ding da wegkriegen, okay?
Ich glaube, der ist gar nicht innen. Ah, hier. Okay. Ich versuche den zu hören mit dem Pads. Ach, du Ach, halt die Fresse, Alter. Halt's Maul, ey. Soll ich jetzt hier in eine Kirche reingehen oder was? Ja, sowas finde ich ein bisschen zu übertrieben, Alter. Da kriege ich richtig Gänsehaut, ne? Bei sowas, Leute. Oh mein Gott, guck dir diesen Schatten an. Halt's Maul, Alter. Halt's Maul. Ey. Ey. Ey, das ist zu krank, Mann. Wer ist denn da auf dem Foto drauf? Ist das Vater Martin? Da ist der Schlüssel. Da war der Schlüssel, Leute. Das ist, was ich jetzt schon mal machen werde, Leute. Ich werde schon mal im Voraus planen. 100%, wenn ich den Schlüssel nehme. 100%, dann muss ich wegrennen. Und ich sorge schon mal ein bisschen vor. Ohne Spaß, Alter. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, was ich hier gerade mache. Oder die war einfach total... Oh mein Gott, wer ist denn? Wer ist da hinten? Hä? Guck mal, da hinten bewegt sich ein Arm. Ja, ach so, das ist unser Schatten. Ja, super, jetzt geht's los. Oh mein Gott, da ist er. Ja, 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 ja. Okay, Leute, jetzt. Renn um dein Leben. Komm, Ernie, renn. Komm, renn. Oh mein Gott, der kommt direkt vor mir. Der ist direkt vor mir, Alter. Ey, ist das der richtige Weg, Leute? Ich muss irgendwie da hochkommen, ne? Oha, der kriegt mich einfach. Ey, wie krank ist der Typ, Alter. Ey, guck mal jetzt mit das noch, wie krank der aussieht. Zu krank, Leute, bis gleich. Fuck, Alter, jetzt muss ich das auch noch wegschieben. Oh mein Gott, da ist er, ja, da ist er. Der wird mich jetzt ficken. Der wird mich jetzt ficken, Leute. Ey. Ja, super. Ich komme nicht mal weiter. Oh mein Gott, da ist er. Der Terminator ist back. Dö-düm, dö-düm. Ach du Scheiße, Alter. Leute, ich muss stehen bleiben. Meint ihr, der sieht mich? Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen, Leute. Ich schwöre es euch. Oh nein, Alter. Ey, fuck, Alter, Mann. Das Blöde ist, wir sind auch noch richtig langsam. Ganz langsam. Ey. Guck mal, der bleibt in der Tür hängen. Was? Oha. Guckt ihn euch an, Leute. Dö-düm, dö-düm. Ja, geh da lang, geh. Komm, hier bin ich. Hier, komm. Komm her. Nein! Warum ist der nicht hier lang gekommen? I'm trying to be patient, darling. Komm. Mach die Tür zu und jetzt renn. Renn, Digga. Ich schwöre, renn um dein Leben. Lauf. Darf uns nicht kriegen. Wir sind extrem langsam, Leute. Extrem langsam. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ach du Scheiße. Meinst du, der schafft das? Yalla. Der ist bestimmt direkt hinter mir. Ich guck nicht nach hinten, Leute. Ich guck nicht nach hinten. Nein. Bruder, spring. Aha. Ey, ich lauf einfach weiter, ne? Ey, wo ist der Mann? Hört mal hin. Zum Glück habe ich gerade ein Headset auf. Gerade bin ich froh, dass ich ein Headset habe. Weil jetzt kann ich seine Schritte hören von diesem Bastard. Eieiei. Da, perfekt, da ist Exit hier. Schlüssel. Jawohl. Oh mein Gott. Alter, wie ist der denn hier hingekommen? Wie ist der hier hingekommen, ne? One more. I tried. You all. Alter, was das für ein Monster ist, ne? You can hang. I can rest. Scheiße, wir sind in diesem Raum, wo die ganzen Menschen sind, ne? Ich krieg keine Luft mehr. Was soll ich machen, Leute? Muss ich irgendwas machen? Sie ersticken. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann mich nur bewegen. Oha! Geht wieder ab! Oha! Die Decke! Komm! Links, rechts. Komm. Oha! Was geht denn hier ab? Hä? Auf einmal ist der Typ oben. Been beautiful. Lass mich los. Ach, Scheiße, Alter. Was hat er da angestellt, der Idiot? Oha, guck mal, wie er aufgespießt wurde.
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Leute, Alter. Erinnert ihr euch noch damals dran, die das gesehen haben, die Folge? Speichert sofort hier raus, Alter. Junge, ohne Gnade, sofort raus hier, ey. Ich höre wieder irgendwelche Stimmen von rechts, irgendwelche Schritte und so ein Scheiß. Yalla, yalla, yalla. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts mehr. Oh mein Gott. Renn. Alter, voll. Ich hasse solche langen Gänge, ne? Das kommt mir voll bei PT. Mail what? Komm, renn. Renn. Alter, ich bin so am Schwitzen, Leute. Ey, ich höre nichts mehr. Speichert? Okay. Die Frage ist, wo wir jetzt hier angekommen sind, Leute. Eieieiei. Komm wieder am Zittern, ich höre das. Oh, guck, das am Brennen ist. Hört man die Melodie im Hintergrund? Ach du Kacke. Wer war das da hinten? Ich schwöre es dir, wer war das da hinten? Das ist die Vorgeschichte alles, ne? Oha! Guck mal, wer das ist! Kennt ihr den noch? Das ist der aus dem ersten Teil, dieser Typ da, der Dr. Gero. Alter, jetzt kommen wir von diesen Militäreinheiten hier hin. Was ist los, Digga? Warum hat der so... Oha! Wir ballern hier einfach rum, Leute. Was geht hier ab, verdammte Scheiße? Da lang geht's nicht. Okay, müssen hier lang irgendwo. Da liegt noch eine Akte. Können wir uns jetzt durchlesen? Eieiei, sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Warte mal. Selbst eine Minute. Nee, das ist nichts Wichtiges, Leute. Es wäre nur etwas wichtig, wenn da was mit dem Wall Rider stehen würde, weil das jetzt Sinn machen. Und nicht das gerade hier. Leute, wo geht's jetzt hier weiter, Mann? Aber wir sind von da gekommen, ne? So, hier in diesem Raum war nur der Zettel. Also muss es ja hier weitergehen. Ah, guck mal, da kann man runterkriechen. Alter, wer ballert denn hier, ey? Oha. Alter, überall Soldaten, ne? Ich hätte richtig Angst, ne? Ich wüsste nicht, ob die mich abballern oder ob mir die helfen wollen. Mehrere Männer im Untergeschoss. Hier ist Dr. Gero. Alter, was geht hier ab? Die schreien hier alle rum. Ey, ich kann mich null daran erinnern. Entweder es geht hier hoch. Nee, es geht hier nicht hoch. Aber, okay, der Typ ist gestorben. Das ist aber auf jeden Fall dieser Dr. Gero. Es heißt, vielleicht ist das jetzt gerade während Teil 1. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da hinten ist die Tür zur Freiheit. Alter, Leute, guckt euch das an. Und jetzt kommen die Soldaten. Hä? War ich hier schon gerade? Hä? Wir haben jetzt einfach einen Rundgang gemacht? Oh ne, die Soldaten sind, glaube ich, hier, ne? Ja, Mann, die fassen uns gleich. Speichert. Was sieht... Oha. Das kenne ich noch aus dem ersten Teil irgendwo, diesen Gang. Alter. Hallo, nicht mich erschrecken. Ja, es ist schon krass, Alter. Also Outlast ist echt eines der geilsten Horrorspiele, die ich bisher gezockt habe. Ich finde es einfach geil. Das Spiel hat Story. Guck mal hier. Kennt ihr noch diesen Raum? Hier hat alles angefangen, Leute. Hier hat alles angefangen, ey. Outlast 1. Krass, Mann. Genau bei diesem Fernseher. Verdammte Scheiße. Sind wir aus mit dem Fenster reingekommen oder so, ne? Wisst ihr das noch? Krank, Leute. Krank. So, die Frage ist jetzt, wo es jetzt hier weitergeht, ne? Mal hier sehe ich gerade nichts mehr. Vielleicht hier. Runter. Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Aber wenn ich der wäre, ich würde mich irgendwo versuchen zu verstecken, Alter. Hä? Ich weiß gerade echt nicht, wo es weitergeht, Leute. Wisst ihr, wo es weitergeht? Krass, Mann, wie dumm ich bin, ne? Ich habe irgendwas gesagt, das Finale geht nur noch 10 Minuten, Alter. Alles klar, 10 Minuten. Guck mal, hier gibt es keinen Weg. Ich versuche jetzt einfach mal hier vielleicht irgendwo aus dem Fenster rauszugehen. Links, rechts auch nichts. Ey, das ist nicht wahr, ne? Er hat doch gerade gespeichert, Leute. Ne, es muss ja da weitergehen. Es kann nicht sein, dass es hier weitergeht, oder? Niemals, Alter, ey. Wir gehen nochmal zurück, Leute. Bin gespannt, was ich übersehen habe. Genau sowas hasse ich, Alter. Wenn ich wohl nicht weiterkomme, wo ich rätseln muss. Aber das kann... Oh, das kann aber eigentlich nicht sein, dass ich was übersehen habe, ey. Vielleicht muss er ja einfach hier hochklettern. Leute, guckt mal ganz genau.
Seht ihr irgendwo was? Ich schwöre es euch, ich sehe einfach null. Ey, guck mal, hier ist eine Türe. Ey, ich bin einfach dumm, ne? Ich bin einfach dumm. Jetzt könnt ihr mich als dumm betiteln, Leute. Ey, wie behindert. Guck mal, diese Musik so nach dem Motto. Nee. Was für Schließ? Mach mal auf hier, Bruder. Da liegt noch eine schöne Akte, die wir uns hier mitnehmen werden. Da steht was Wichtiges noch drin. So. Warnung, Level Schwarz, Sicherheitsprotokoll, chemische Fixierung, Anmerkung. Nee, Mann, das ist nichts Wichtiges. Ich hasse solche Zettel, die überhaupt nicht wichtig sind, Leute. Boah, was geht denn hier ab? Bruder! Das erinnert mich auf jeden Fall stark an Teil 1. Hier mussten wir nämlich überall durch. Wisst ihr das noch? Eieiei. Guck mal, der denkt gerade so locker, ey, ich komme jetzt irgendwie raus, die anderen wollen mir helfen. Dabei sind die alle gekommen, um ihn auch zu töten. Ne? Die wollen ja die ganze Klinik hier, glaube ich, sicherstellen. Und ihn gleichzeitig auch töten. Die Frage ist, ey, guck mal, wie viele Wege es hier wieder gibt, Mann. Ich schwöre es euch. Hier, das haben wir alles gezockt, Leute. Wisst ihr noch, da sind wir hochgegangen. Was haben wir da? Chapelle? Kapelle müsste hier sein. Ah, okay, geht's gar nicht weiter. Okay, also muss es hier weitergehen. Krass, Mann. Alter. Ey, wisst ihr noch, hier, wo ich mich zu Todes erschrocken... Irgendwo war das hier, wo dann ein Typ von der Decke gefallen ist. Da habe ich mich echt sowas von erschrocken, Alter. Das weiß ich noch zu 100%. Okay, jetzt geht's irgendwo da runter in den Keller. Hier lang geht's auch nicht. Okay, wir müssen runter in die... Oder in die Bücherei. Oha, Alter. Nee, nee, hier ist, glaube ich, der Haupteingang. Ja. Guck mal, da hinten geht's raus. Krass, Mann, Alter. Also hier war auf jeden Fall auch Teil 1. Ich erinnere mich. Hier sind die Computerräume. Mr. Park. Wer redet da? How the fuck are you still alive? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn für ein Bastard? Oh nein, oh nein, oh nein. Komm. No one can know. No one. Oha, der Wallrider! Oha! Ja! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Der Wallrider hat uns, glaube ich, geholfen! Oder er ist jetzt in uns drin und wir gehen zusammen mit ihm raus, Mann. Ich weiß nicht genau, ob Outlast 2, also Outlast Whistleblower hier gerade, ob das... Das war, glaube ich, die Vorgeschichte von Outlast. Das muss die Vorgeschichte sein. Jaja, ich kann mich nicht mehr genau an die Story erinnern, aber es ist auf jeden Fall die Vorgeschichte gewesen, ey. Krass, guckt euch das mal hier an, Leute, Alter. Wir sind einfach draußen bei Outlast. Das sieht aus wie Battlefield Bad Company damals. Alter, wie krank. Wir sind einfach draußen, ne? Guck mal, das... Krass, Alter. Er ist gerade ein heftiges Feeling, Leute. Ich schwöre es euch. Kranke Scheiße, Mann. Übertrieben heftig, Mann. Übertrieben. Da ist unser Auto. Krass, Mann. Na, schreibt immer bitte in die Kommentare, Leute. Ist das die Vorgeschichte oder ist das die Nachgeschichte? Ich weiß selber nicht genau. Hier unser Auto. Oh mein Gott, der Wallrider da hinten. Seht ihr das? Der Wallrider, da ist schwarzer Rauch. Ja. Da ist schwarzer Rauch. Seht ihr das? Oh mein Gott. Gib Gas, Junge. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ich würde... Ich würde mich umbringen, glaube ich. Ey, zieh durch, Mann. Fahr. Oh mein Gott, der kommt schon hier rein, Mann. Komm, fahr. Eieieiei. Krank, Mann. Einfach nur krank. Der Wallrider ist wahrscheinlich im Auto mit reingekommen, ey. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Jetzt können wir entscheiden, upload oder nicht. Drücke Fick, um das Bildmaterial hochzuladen. Alter, weißt du, der Typ sieht aus wie Dings, Mann. Wie dieser eine da, Hitman. Okay, Leute, also ich würde mal echt gern wissen, an welchem Teil das anknüpft, Alter. Aber Outlast 2 ist definitiv draußen und nicht in so einer Irrenanstalt. Das müsste eigentlich, muss auch alles einen Zusammenhang haben.
Ja, meine lieben Freunde, und das war's hier von der Outlast-Reihe. Zum zweiten Mal haben wir Outlast und Outlast Whistleblower durchgezockt, Alter. Es war ein richtig krasses Spiel. Ich liebe dieses Spiel einfach, vor allem mit dieser Kamera. Es hat übertrieben viel Spaß gemacht, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn wir für das große Finale hier nochmal zum Abschluss die 10.000 Likes knacken würden, Leute. War echt eine richtig kranke Let's Play-Reihe. Hat mir übertrieben viel Spaß gemacht, auch wenn es das zweite Mal gewesen ist. Wir haben es zuletzt vor 2 Jahren gezockt und jetzt haben wir es nochmal durchgezockt, Alter. Einfach übertrieben geil, Mann. Ich freue mich definitiv auf Outlast 2, was jetzt demnächst rauskommen wird. Das wird einfach zu krass werden. Neue Grafik, mehr Schockmomente und. Ich muss gucken, ob ich überhaupt dazu bereit bin, das zu Let's Playen, Alter. Ja, wir müssen einfach schauen, Leute. Lasst euch überraschen. Vielleicht wird noch, bis Outlast 2 kommt, ein anderes Horrorspiel von mir kommen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, weil ich bin so ein Schisser, was Horrorspiele angeht. Aber ihr feiert es gleichzeitig. Deshalb müssen wir da irgendwie einen Deal finden und zusammen irgendwie da eine Vereinbarung finden, wie ich das machen soll mit den Horrorspielen, Alter. Mann. Alles klar, Leute. Ich bin raus. Wenn ihr dieses Video gerade seht, bin ich wahrscheinlich in Los Angeles. Macht's gut, seid die Besten. Danke für alles. Haut rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da 10.000 Likes würde mich sehr freuen. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.